Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr seht schon, wir sind hier in Schweden und wir haben in diesem Urlaub uns mal die Insta360 ONE R in der 1 Zoll Leica Variante angeschaut, also mit dem 1 Zoll Sensor. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe den Marvin mit dabei. Moin. Und wir möchten euch einfach so ein bisschen was über die Kamera erzählen, wie sie uns im Alltag hier bzw. im Urlaub gefallen hat. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Ja, was diese Action Cam auf jeden Fall schon mal von anderen Action Cams auf dem Markt unterscheidet, ist halt, dass man modulare Module dazu kaufen kann und das ganz einfach austauschen kann, je nachdem, worauf man gerade Bock hat. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den 1 Zoll Sensor von Leica und 1 Zoll, muss man sich vorstellen, in diesem kleinen Gerät ist ein großer Sensor, also das ist der größte Sensor auf dem Markt von einer Action Cam so gesehen und damit hat man auch wirklich eine deutlich bessere Bildqualität. Es kommt eben mehr Licht auf den Sensor, damit auch im Lowlight-Bereich auf jeden Fall besser. Und dann gibt es noch weitere Module. Wir haben zum Beispiel hier noch ein 4K-Modul oder hier auch das 360-Grad-Modul. Und das ist wirklich auch sehr geil, je nach Situation. Wir sind damit zum Beispiel auch mit dem Auto gefahren. Einfach das Modul wechseln und schon habt ihr auf einmal ein geiles 360-Grad-Video. Ihr sitzt ja auch schon hier. Ich habe ja diesen Invisible Selfie Stick, wie das Ganze sich nennt. Und zwar kann man den halt ausfahren und das Coole ist, gerade beim 360-Grad-Material sieht man den nicht, weil der halt gerade in dieser Achse ist, dass es halt ja nicht sichtbar ist in dem 360-Grad-Material. So schwebt dann sozusagen die Kamera über einem oder wenn man sie in der Hand hält, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Des Weiteren kann man das Ganze natürlich auch gerade mit dem 1 Zoll Sensor sehr, sehr gut zum Vloggen benutzen. Also wenn ihr eine Vlogging-Cam sucht, vielleicht die extrem kompakt ist und ja trotzdem halt ein gutes Bild hat durch den 1 Zoll Sensor, dann könnt ihr es natürlich ebenfalls machen. Man empfiehlt so, da wie gesagt hier ein fester Fokuspunkt ist, das Ganze so ein bisschen natürlich von sich wegzuhalten, damit man auch gut im Bild bzw. gut scharf ist. Im Bild ist man überall. Aber ansonsten muss ich sagen, auch als Vlogging-Setup ist es sehr, sehr cool. Es gibt da nämlich auch ein extra Zubehör. Da könnt ihr dann hier oben noch ein Mikrofon drauf mounten. Mit einem extra Adapter könnt ihr es direkt hier anschließen und habt dann natürlich noch deutlich besseren Sound. Ja, was hier auf jeden Fall auffällt, dass das Ganze sehr robust ist. Wir müssen sagen, uns ist das hier ein, zwei Mal schon im Urlaub runtergefallen, aber da passiert natürlich nichts, denn das ist ja eine Action-Cam und die muss das auch abhaben. Das Geile ist sogar, dass das Ganze hier wasserfest ist, dank IPX8-Zertifizierung sogar bis 5 Meter. Also kann man hier mal eben in den See springen. Haben wir auch gemacht. Einmal rein, auch die Kamera runterhalten und da passiert dann auch nichts, da braucht ihr keine Sorgen haben. Obwohl das Ganze modular ist, ist schon mal sehr, sehr geil. Ja, was einem auffällt, wenn man sich diese kleinen Module hier anguckt, diese Kameramodule, dass da Flow State draufsteht und das sorgt eben für eine sehr, sehr gute Bildstabilisierung. Gerade bei 360 Grad ist das super gut, weil dann auch dementsprechend mit der App später nochmal mit AI geguckt wird, wie das Ganze nochmal ein bisschen stabiler gemacht werden kann. Wir müssen aber sagen, bei 5K funktioniert das Ganze nicht so wirklich, da ist es ziemlich wackelig, aber sobald ihr in einer geringeren Auflösung Videos macht, ist das Ganze wirklich mega gut. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ziemlich viel über die Kamera gesprochen an dieser Stelle. Gibt es hier einfach mal einen großen Überblick mit ein paar Beispielvideos, Aufnahmen und so weiter. So ein bisschen cool zusammengeschnitten mit Musik. Das meiste oder eigentlich alles ist aufgenommen mit dem 1 Zoll Sensor, außer natürlich die 360 Grad Aufnahmen. Die sind natürlich mit dem 360 Grad Modul aufgenommen, aber ansonsten alles mit dem 1 Zoll Sensor. Ich würde sagen, let's go. Bye.
So, das war doch schon mal ein guter Überblick. Ich würde sagen, sprechen wir jetzt doch einfach mal über die Bildqualität. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die richtig gut, gerade der 1 Zoll Sensor. Das ist einfach, das sieht einfach nochmal deutlich besser aus. Hier seht ihr es auch nochmal einen Vergleich zwischen dem 4K Wide Angle Mod und dem 1 Zoll Sensor. Es war Dämmerung, ich glaube es war so 19 Uhr gestern Abend. Also es war schon nicht mehr ganz so hell und das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied. Und das spiegelt sich natürlich auch im kompletten 1 Zoll Sensor wieder. Also auch wenn ihr am Tag aufnimmt und so weiter, das wirkt halt einfach nochmal so ein bisschen lebendiger, so ein bisschen schöner einfach. Wie war deine Meinung zu den Aufnahmen? Ja, ich fand auch, also gerade hier, es steht ja schon Leica drauf und Leica, da weiß man, die machen einfach gute Sachen. Deswegen der 1 Zoll Sensor, wie du schon meintest, der holt echt nochmal einiges aus der Bildqualität raus. Mir persönlich als Highlight haben halt diese Nachtaufnahmen hier mit mega gut gefallen. Also ihr müsst euch vorstellen, man sieht hier nichts, man kann die eigene Hand fast nicht sehen, so dunkel ist das. Und mit dem Leica Sensor haben wir es echt, oder hat Jorma es echt hingekriegt, dass man die Sterne sieht, diesen Übergang und mit der App, das funktioniert alles mega, mega gut. Ich kann noch mal kurz sagen, wie ich das gemacht habe. Und zwar ist es natürlich ganz wichtig, ihr braucht ein Stativ. Dann braucht ihr eine Powerbank, denn ich habe die um 19 Uhr aufgestellt, die Kamera, und dann durchlaufen lassen bis 6 Uhr morgens oder so. Also da braucht ihr auf jeden Fall eine Powerbank, damit das halt die ganze Zeit am Strom ist und ja nicht irgendwie ausgeht. Und dann müsst ihr natürlich einfach gucken, dass es möglichst, Sternen klar ist, dass ihr keine Wolken habt, und dann könnt ihr da so eine coole Aufnahme mitmachen. Ich muss sagen, diese Aufnahmen sind auch eine meiner Highlights, die ich mit der Kamera gemacht habe in puncto Aufnahmen. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Aber man kann auch sehr, sehr viel natürlich noch weiteres damit machen. Auch in der App, da gibt es einfach so Stories. Da könnt ihr dann auch Tutorials anschauen mit so ein paar Tipps, welche Aufnahmen ihr wie machen könnt. Ist da immer genau geschrieben, welches Modul braucht ihr, welches Zubehör, vielleicht ein Stativ und so weiter. Zum Beispiel so eine Aufnahme hier. Sieht auf jeden Fall auch ganz witzig auch aus für Instagram und so weiter. Könnt ihr gut posten oder könnt ihr mit euren Freunden teilen. Also da gibt es wirklich ein sehr, sehr großes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzzweck. Was an der App aber noch so ein bisschen verbessert werden könnte, das wäre einfach die Performance. Dass die einfach so ein bisschen besser läuft, so ein bisschen flüssiger. Ich hatte es auch einmal, dass sie abgestürzt ist. Eventuell war das Videomaterial zu groß. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, dass sie einfach so ein bisschen flüssiger läuft im Alltag. Ja, ansonsten Kritikpunkt an der Actioncam kann man noch sagen, dass das Menü halt teilweise so ein bisschen hakelig und ruckelig ist. Wäre geil, wenn das noch über ein Software-Update behoben werden konnte, dass man hier auf diesem Mini-Touchscreen, dass das einfach ein bisschen flüssiger läuft. Ja, und ein weiterer Kritikpunkt, die Akkulaufzeit könnte ein bisschen besser sein. Das ist bei Actioncams ja generell immer ein bisschen schwierig oder Kritikpunkt, aber ihr habt hier halt USB-C, von daher ist sie auch relativ schnell wieder aufgeladen. Außerdem gab es vor einigen Wochen auch ein großes Software-Update, mit dem viele neue Verbesserungen kamen. Zum Beispiel könnt ihr die Dateien direkt als MP4 exportieren und nicht als ENSV-Datei, was auch so ein bisschen tricky ist. So könnt ihr sie nämlich direkt dann auch am PC abspielen. Ihr könnt sie als Webcam benutzen. Die Mikrofone wurden verbessert und es gibt jetzt hier auch einen Auto-KI-HDR-Modus, was natürlich dann auch nochmal für ein besseres Bild sorgt. Übrigens, Bilder könnt ihr natürlich ebenfalls mit der Kamera machen. Auch an dieser Stelle hier einfach mal ein paar Beispielaufnahmen. Die wurden ebenfalls alle mit dem 1 Zoll Sensor aufgenommen. Und ich muss sagen, auch hier sieht man natürlich dann die gute Qualität des Sensors. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß, wenn ihr damit Fotos machen möchtet. Ja, jetzt habt ihr schon einiges über die Kamera erfahren, hoffentlich. Wir packen natürlich nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr drauf drücken und da kommt ihr auf die Website und da gibt es haufenweise Zubehör. Da könnt ihr euch einfach mal anschauen, was es alles gibt. Also ich finde auch diesen Stab ganz geil. Also der ist natürlich auch für alle anderen Actioncams auf dem Markt geeignet. Also es funktioniert nicht nur mit der Kamera, weil der ist stabil, der macht einen geilen Eindruck. Kann man auf jeden Fall auch gut benutzen als Selfie-Stab. Ich hoffe, es war ein guter Überblick und ja, wir genießen noch so ein bisschen den Urlaub. Ist unser letzter Tag hier und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Schaut auf jeden Fall auch bei Marvin vorbei. Die Links sind natürlich ebenfalls in der Beschreibung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.